Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Prüfung läuft noch, aber aus zeitlichen Gründen schieben wir jetzt ein Interview mit ein, mit einer sehr interessanten Kollegin, möchte ich fast sagen. Ich begrüße dich, Christina, herzlich willkommen. Erklär unseren Zuschauern doch mal bitte ganz, ganz kurz, was deine Funktion hier bei der Interhaus in Graz ist. Also ich bin heute in der Halle A zu sehen und zwar beim Mini-Wissensquiz vom Knacksclub der Steiermärkischen Sparkasse. Und ich moderiere da und einfach jedes Kind, das Lust hat, einfach einmal vorbeischauen. Alle Stunden läuft es einmal und es gibt super Preise zu gewinnen und es ist wirklich zum Empfehlen und es macht auch total viel Spaß. Also ja. Hört sich gut an. Sag unseren Zuschauern doch mal, was rentiert sich, was gibt es zu gewinnen? Also es gibt jede Menge tolle Preise vom Knacksclub natürlich zu gewinnen, wie einen Thermosbeutel, natürlich aber auch von Interhorse jede Menge Package mit T-Shirt und Kappen und Schlüsselanhänger. Also es zahlt sich wirklich aus, einmal heute mitzumachen. Okay, um wie viel Uhr muss man denn in der Ausstellungshalle sein, um da mal bei so einem Quiz mitmachen zu können? Also jetzt um 13:45 haben wir das nächste Quiz und dann immer jede Stunde. Also wir haben heute haben wir es noch dreimal und ja, also wie gesagt, einfach vorbeischauen und auch beim Knacksclub natürlich kann man sich kostenlos anmelden und mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Jede Menge Gutscheine gibt es dann zugeschickt und es hat wirklich einen Vorteil, beim Knacksclub dabei zu sein. Jetzt bist du ja gestern schon da gewesen. Ich habe dich gestern schon gesehen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Tage auf der Interhaus. Wie hast du das mit der Schule geregelt? Also wir haben da zum Glück eine sehr tolle Schule und die steht total hinter mir. Und immer wieder bei solchen Veranstaltungen vom Knacksclub bin ich ja dabei. Und es kostet sehr viel Zeit, aber ich schaffe das immer und meine Lehrer sind super und unterstützen mich natürlich immer tatkräftig. Jetzt haben wir uns ja vorher schon so ein bisschen unterhalten. Du hast mir erzählt, du hast dich auf ein Casting beworben, hast dich casten lassen vom Knacksclub, die eine Moderatorin gesucht haben. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist und was du vielleicht dann später mal vorhast. Ja, also es schaut so aus, ich habe mich eben, weil ich selber mit Knacksclub dabei bin, habe ich das zugeschickt bekommen, habe mich einmal schriftlich beworben, bin dann zu einer Vorstellung gegangen und habe dann halt ein bisschen was über mich erzählt, so über meine Person, was ich gerne mal machen möchte. Und dann bin ich weitergekommen, eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, habe dann ein 7-stündiges Seminar gehabt mit anderen Kandidaten sozusagen und bin dann aus 100 Leuten im Endeffekt herausgefiltert worden und bin jetzt seit im Frühjahr Moderatorin beim Knacksclub und es macht mir total viel Spaß und es ist schon seit Jahren irgendwie so mein Traumberuf, mal Journalistin oder Moderatorin zu werden. Und ist das jetzt dein erster öffentlicher Auftritt oder warst du schon öfter mit dem Knacksclub unterwegs? Na, also ich habe schon einige Mini-Playback-Shows moderiert, auch die Sommerfeste immer wieder, war meiner ganzen Steiermark unterwegs mit der kleinen Zeitung und das war, also ich mache total viele Erfahrungen und das bringt mich auch wirklich weiter. Ja, das ist auch unser Eindruck, dass du eigentlich schon sehr, sehr sicher auftrittst. Du bist 14 Jahre alt. Abschließende Frage, Interhorse Graz. Bist du selber mit den Pferden verbunden? Reitest du selber oder bist du bloß in deiner Funktion als Moderatorin für den Knacksclub mit dabei? Also ich muss schon sagen, es fasziniert mich total, was man da macht. Aber ich selber reite nicht. Aber es fasziniert mich einfach mal dazu zu schauen, live dabei zu sein. Und ich finde das wirklich super. Also vielleicht fange ich ja doch irgendwann einmal an zu reiten. Das wird bei dem Beruf schwerlich möglich sein, da hast du nämlich keine Zeit. Christina, danke dir für deinen Besuch. Ich verspreche dir, wir werden uns in den nächsten Tagen nochmal bei dir drüben im Knacksclub live mit einschalten und werden sehen, was du für eine Show abziehst. Meine Damen und Herren, Christina, Moderatorin des Knacksclubs.